Die Aufzeichnung, das sollte jetzt laufen. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Live Trading bei FX Flat mit Thorsten Helbig von Forex Pro Systeme. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Ich freue mich, dass so früh am Morgen wieder so viele dabei sind und es kommen immer noch Leute rein. Das ist schön. Nichtsdestotrotz natürlich einmal den Risikohinweis bitte lesen und zur Kenntnis nehmen. Dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken, bitte auf gar keinen Fall als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen, auch wenn der Thorsten vielleicht den einen oder anderen Trade heute macht. Und denn Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Ja, das ist wichtig. Gut, Thorsten, dann wollen wir loslegen, beziehungsweise du. Ja, Ich wünsche viel Erfolg. ich bin noch nicht fertig mit Abschreiben. Gut, ich kann dir den Text aber auch so schicken, wenn du möchtest. Kannst du dir das Wahnsinn. ausdrucken und immer dabei haben und immer lesen, wann immer du Zeit hast. Denn es ist wichtig. Ja, und du? Jetzt gebe ich dir den Bildschirm und dann wirst du uns ganz viele weise Dinge erzählen. Da. So, da muss ich drauf. So. Könnt ihr was sehen? Nö. Aber jetzt. Jetzt. Ja, guten Morgen. Erstmal in die Runde. Der ein oder andere hat mir vorhin schon per WhatsApp angeschrieben mit einem Bild vom Schreibtisch mit drei Bildschirmen oder vier Bildschirmen, sogar wenn man den Laptop dazu rechnet, dann darunter geschrieben, warten auf den Meister, hat der Carsten mir vorhin geschrieben per WhatsApp. Sehr schönes Bild. Ich will mit einem anderen Bild antworten und sagen, ja, ich warte auch. Mein Arbeitsplatz ist heute hier der vorletzte Tag an dem Plätzchen oder an diesem Plätzchen hier in Süditalien, weil jetzt wird's schönes Wetter und dann werden wir den Platz verlassen. Um den gleich vorneweg zu nehmen, ehe wir das vergessen, ne? Nelson hat das ja gestern geändert, hat den Webinarplan geändert. Wir haben beschlossen, am Donnerstagabend hier abzureisen. Das heißt, am Donnerstagabend das Webinar, welches ihr bis jetzt in der Liste gefunden habt, fällt aus diesem Grunde aus. Mir ist es zu stressig. Ich hoffe da auf euer Verständnis. Ich hoffe, das ist okay. So. Aber jetzt wollen wir mal den Bildschirm wechseln, damit ich auch die Fragen sehen kann. So. Mir hat nämlich mein lieber Nachbar neulich eine schöne neue Technik erklärt, dass ich nämlich mein Telefon als zweiten Bildschirm benutzen kann. Nicht nur als Webcam, sondern als zweiten Bildschirm. So, und das habe ich jetzt gemacht. Jetzt muss ich nur noch eure Fragen hier rausholen. Alles klar. Okay, wir kümmern uns mal ein bisschen um die Märkte, die teilweise erschreckend sind, weil wir, ich muss hier mal die Fibos rausnehmen, ansonsten wird man hier total wuschig. So. Wir starten anders. Wir wollen ja hauptsächlich Euro Pro machen, ne? Und dann gucken wir uns das schon mal an. Um das ein bisschen einfacher zu gestalten, haben wir die Bilder vereinfacht. Dirk hat uns ja, oder eigentlich hat er es mir geschenkt. Eigentlich darf ich euch das ja nur geben, ne? Das ist uns ja zum 1500. Webinar, der mir das Tool geschenkt. Der kleine liebe Dirk, wo die an diesen Linien, wenn man die einzeichnet, hier die Marken dran stehen links und dass die sich auch entsprechend einfärben, wenn man die oberhalb oder unterhalb vom aktuellen Kurs einfügt. Das Hat er heißt, sogar gestern im Webinar erwähnt, übrigens.
Hat er gestern erwähnt? Dass das auf deine Idee war. Ich hätte schon fast gesagt, auf deinen Mist gewachsen ist, aber auf deine Idee war. Ja, war es auch, weil ich möchte jetzt mal zwei Sachen vergleichen und ich werde es in Zukunft etwas einfacher machen, um auch alle in Gänsefüßchen bedienen zu können. Das Chartbild hier, ich sage immer, ich mache es so einfach wie möglich oder ich halte es so einfach wie möglich, weil alle Sachen, die es komplizierter machen, die verwirren unser Hirn. Ne? Das ist, wie ist das immer, eine hübsche angezogene Frau verwirrt einen mehr als eine nicht angezogene hübsche Frau. Ne? Das heißt, je mehr da ist, desto mehr sind wir verwirrt im Kopf. Und genauso ist es, gilt für Männer natürlich das Gleiche, Entschuldigung. Das Gleiche ist es hier. Wir haben hier einen Haufen Linien drin und so weiter. Und um das zu vereinfachen und die Analyse zu vereinfachen, werde ich das in Zukunft morgens einfach so machen. Wenn das für euch okay ist, gebt mal kurz Piep. Wenn es nicht okay ist, sagt auch mal Piep. Ich werde ja trotzdem in den Webinaren erklären, was, wie, wo, worauf wir kommen, auf welche Marken wir kommen und warum. Aber ein klareres Bild, glaube ich, für die Analyse und Analyse-Webinare, glaube ich, sind so viel schöner und viel angenehmer. Das heißt, für heute in der Kombination schauen wir uns das mal an. Wir sind im Moment in einem Short-Trend unterwegs, im Stundenchart, den wir aber hier mit diesem Hoch, wenn wir hier Bewegung nehmen, Bewegung, dann hier eine Korrektur in einer etwas tieferen Zeiteinheit gestern leicht angetackert haben und leicht kaputt gemacht haben. Im Moment grob ausgerichtet sieht es aus, als wenn wir Richtung 1.10 marschieren. Das heißt, wir sollten uns short orientieren. Was heißt das, wenn wir uns jetzt hier short orientieren und dann den Markt so sehen, wie er jetzt hier ist? Wir sehen ihn, wir haben hier den Entry-Bereich, da. Das ist mein Einstiegsbereich, in dem ich jetzt eine Stabilisierung brauche. Eine Stabilisierung in 5 Minuten oder eine Umkehr in 5 Minuten. Alles, was blau ist, das gestalten wir long, das heißt, da gehen wir nach oben. Kleinen Augenblick mal kurz. Hier sollten wir nach oben gehen, hier in diesem Bereich. Hier in diesem Bereich brauchen wir jetzt eine Umkehr. Formation, wir sind hier im 5-Minuten-Chart. Wenn wir im 5-Minuten-Chart eine Umkehrformation bekommen, heißt es, wenn wir short orientiert sind, zwischen diesen Linien gehen wir long. Als erstes, zack, da. Da gehen wir long und aber na, man sieht wieder, ich bin der absolute Profi, was eine Plattform betrifft, ne? So, also als erstes Long, wenn sich dieses Long Setup ergibt, können wir danach die Position, wenn die ins Ziel laufen sollte, könnten wir sie dann hier oben drehen. Wir haben ja Tage zwischendurch. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben jetzt diese Uhrzeit hier, sagen wir, oder den Kurs hier in diesem Bereich 1.11.59, weil um diese Zeit ungefähr hier habe ich vorhin die Linien eingezeichnet, die sich hier ergeben, die oben und die unten. Jetzt sind wir hier in diesem Bereich, dann muss ich mir ja einen Plan für den Tag machen.
So, und wenn ich mir den Plan für den Tag mache, heißt das für mich, wenn wir short-orientiert sind, diese Reihenfolge jetzt bitte für die, die Euro pro haben, die es handeln, die auch diese Linien haben, die auch wissen, woher die kommt, die vielleicht im Seminar mal was gesehen haben davon, bitte genau diese Reihenfolge. Wenn wir short-orientiert sind, dann können wir uns hier unten jetzt eine Umkehr suchen. Hier. Diese Long handeln, das wäre in diesem Fall über dieser blauen Kerze, würde ich mir als erstes ein Entry Long suchen. Das heißt, bei der 55 Ziele liegen dann hier oben im Bereich 75 bis 77. Wenn wir diese Position von hier unten nach oben handeln, dann können wir diese Position hier oben im Ziel drehen. Das heißt, wir könnten hier unten bei der 52, 55 Long starten. Wir sind allerdings Long. Der Hauptchart ist, welche Richtung? In welche Richtung laufen wir denn übergeordneten Zeiteinheiten im Moment? Wer hat mir zugehört? Richtig, wir sind Short unterwegs, ganz klar. Das heißt, wenn wir uns hier reinkaufen sollten, wer so mutig ist und sich hier einkauft, der stellt sich gegen den Trend. Wenn wir uns hier gegen den Trend stellen, kann man das machen mit einer kleinen Position, von mir aus eine Drittelposition. Ich mache mal meine Rechnung auf oder eine ganz stinknormale Rechnung, so wie ich üblicherweise oder normalerweise handle. Wenn ich jetzt mit 3 Lot handeln will, 3 Lot und habe einen Stop von 8 Punkten, dann bin ich bei $240 Risiko. Das heißt, Euro pro soll ich ja in Trendrichtung handeln. In Haupttrendrichtung. Sorry, kleiner Augenblick, muss mal ganz kurz. Nein, das ist nicht der letzte Whisky von gestern Abend, das ist der erste Kaffee von heute früh. Ist auch nicht der erste Whisky von heute früh und der letzte Kaffee von gestern Abend. So, das heißt, wir stellen uns mit dieser Position gegen den Trend. Wir haben den Bereich im Moment hier von der 55 bis zur 75, also circa 20 Punkte. Das heißt, wenn ich dieses Setup handeln will, um mir dann für die Trendrichtung ein Polster zu schaffen, langt das vollkommen, wenn ich hier mit einem Drittel meiner Positionsgröße arbeite. Ein Drittel heißt, ich gehe hier mit einem Lot hoch. Ich gehe hier mit einem Lot hoch, lasse das Ding nach oben laufen und verschaffe mir dann, wenn das so kommen sollte, dass wir hier hochlaufen sollte, in diesem Bereich ein Polster, um hier oben dann die Position zu drehen oder die Position zu drehen, oder wer sich das nicht traut, sollte warten, bis er hier shorten kann. Wir betrachten dazu die übergeordnete Zeiteinheit. Ich bin hier jetzt im Stundenchart und wir sehen, er läuft jetzt genau dieses Tief an. Und da gehen wir jetzt mal noch eine Nummer weiter. Und wir sehen, dass wir uns hier in einem Widerstandsbereich bewegen, der durch diese Lunte hier verursacht ist. Also in dem Bereich hier 57 bis 36. In diesem 20-Punkte-Bereich bewegen wir uns in einem extremen Widerstandsbereich, da wir, ja, viel Theorie heute, ne? So. Da wir diese Nummer hier, diese Aufwärtsbewegung, die er hier gemacht hat, hier um 61% korrigiert haben in 4 Stunden und der Rücklauf fast in diesem Bereich geendet ist und danach hier ein Doppeltop verursacht hat. Allerdings, wieder um das ganze Ding zu, die Gedanken wieder in die andere Richtung zu lenken, sehen wir hier, wir haben hier ein Hoch, wir haben hier ein zweites Hoch und das zweite Hoch ist niedriger als das erste. Das sagt uns wieder, wir haben dort die überwiegen, die
nach unten wollen. Das heißt, da haben genug freiwillig geschortet. So, wie kann sowas dann aussehen? Ich habe das mal von gestern ebenfalls gemacht. Da haben wir gesagt, okay, wir haben hier den Bereich unten. Wir hatten gestern unten den Bereich bei der 48. Wenn dann die 48 anläuft, dann nach oben laufen lassen und hier oben diese Position drehen. Wenn er hier oben diese Position, wenn er hier unten nicht zuerst anläuft, also er sollte schon diesen Bereich anlaufen, sondern wenn er zuerst diesen Bereich hier oben anläuft und dann runter geht, dann wird hier unten nicht gedreht, sondern dann wird die Position laufen gelassen. Das heißt, wir müssen diese Position ja immer aus zwei Blickwinkeln betrachten. Ist das nachvollziehbar bisher? Ich frage lieber mal nach. Ich habe so neulich mal so ein bisschen Kritik gekriegt, dass ich zu schnell bin und dass man mir gar nicht folgen kann. Okay, also nochmal, an dem Beispiel von gestern ist es schön zu sehen und diese Linien zeichne ich mir morgens ein. Morgens ist mein Setup klar. Gestern hieß es für mich, laufen wir erst hier runter in den Bereich 48, dann kann ich hochlaufen bis an die 71 und hier im 71er Bereich diese Position mit einer Limit Pullback, Reverse-Befehl dazu, kann ich das Ding drehen. Läuft er erst nach oben, wird nur geschortet. So, das haben wir auch gemacht. Tagesziel war damit drin. Die Positionen sind jetzt zu. Im Euro habe ich keine Positionen laufen. Im Moment. So, das ganze Spiel für heute zu sehen. Wie gesagt, wenn wir hier unten eine Umkehrformation kriegen, dann können wir hier longen. So, und genau das Gleiche, deswegen zeichne ich mir die Pfeile auch in dieser Reihenfolge ein. Da. So. Wir haben diese Kerze jetzt überboten, also mark it. So, stopp unter dieses Tief. Nicht so weit. Nachlaufendes Tief betrachten, beachten. So, das reicht. 5 Punkte Stopp. 20 Punkte Take Profit. Die Frage stellt sich jetzt, mache ich das mit einem Take Profit? Nein, das tue ich nicht, sondern ich lege hier oben eine Short Limit hin mit dem Reverse-Befehl. Das heißt, im Moment ist es so, dass meine Position, so wie ich sie haben wollte, hier ist der Linienbereich, da will ich rein. Er hat mir hier diese Umkehrkerze gebastelt. Wenn diese Kerze, die hier oben noch eine Glatze hat, wenn die nach oben verletzt wird, muss ich rein. Ich bin jetzt Market reingegangen, weil der Kurs schon über dem Hoch war. Normalerweise legt man sich dann da eine Long Stop hin. Das habe ich nicht geschafft, deswegen habe ich die jetzt Market hier platziert. Diese Position. Lasse die nach oben laufen und hier oben in diesem Bereich diese Limit. Die kann ich dann bearbeiten, sage, okay, ich habe einen Bereich von 75 bis 74 und sage, okay, eine Limit Pullback mit 2 Punkten Rücklauf. Fertig. So, und das ganze Ding, das platziere ich jetzt auf meinem VPS und dann ist mein Regelwerk für heute fertig. So, dann kann ich mir noch gucken, lege ich meinen B-Trail-Stop hin. Und da sage ich, okay, wenn der 11 Punkte vorne ist, dann lasse ich das Ding laufen. So viel zu dem Setup, was man hin und her handeln kann. Aber wir sind ja hier und wollen gucken nach Euro Pro. Da ist ja, das Setup haben wir jetzt fertig. Das ist der Handel nach Euro Pro und Zielbereich. Der SL für Short liegt im Moment bei 5,5 Punkten. CAV von bummelig 4 zu 1. So,
Und dann müssen wir schauen, wann darf ich denn nach Europro handeln? Als erstes, was ich mir nach Europro kennzeichnen muss, ist der Bereich bei der 56. Bei der 56, da oben drüber. So. Bei der 56, wenn wir da oben drüber sind, haben wir einen Trendwechsel. Ab da darf ich eventuell auch über Long nachdenken. Überhaupt als erstes, wenn ich es aus dem nackten Chart mache. So. Die Hintergrundfarben heißt für mich, ich lese aus diesen Hintergrundfarben nur, wo ist die übergeordnete, der übergeordnete Chart, die übergeordneten Händler, wo sind die unterwegs, in welche Richtung sind die unterwegs? Das sagen mir verschieden gemischte Indikationen oder Indikatoren, die das aus den übergeordneten Zeitebenen lesen und mir dann sagen, okay, die sind jetzt long oder short unterwegs. Im Moment sind die noch short unterwegs, das könnte sich gleich in den neutralen Bereich bewegen. Was mache ich jetzt mit Europro? Mit Europro muss ich jetzt warten, bis ich hier oben bin. Hier oben drüber. Über dieser blauen Kerze, also über der 1,1156 gerundet. Ich muss über die 56 zu kommen und dann erst die Korrektur abwarten, um dann mir dort eine Long-Position nach Europro gönnen zu können. So lange muss ich warten. Da wir aber übergeordnet, da wir bei Europro sagen, welche Richtung handelt der Markt? Wir wollen ja in Trendrichtung unterwegs sein und nicht dagegen. Wenn wir sagen, welche Richtung geht der Markt, müssen wir eh warten, bis wir ein sauberes Short-Setup haben. Ein sauberes Short-Setup kriegen wir erst dann, wenn wir uns im 5-Minuten-Chart in der Korrektur bewegen. Und in der sind wir gerade mal jetzt. So, das heißt, wir haben bis jetzt heute Morgen nur die Chance, hier nach meinen Setups, nach meinen Zielbereichen gegen den Haupttrend long zu handeln und die Position da oben zu drehen. Das hier heißt aber auch, wie gesagt, eine kleine Position, eine Drittelposition, und enge Stops. Gegen den Trend enge Stops und kleinere Positionen. Mit dem Trend alles, was Muttis Sparbuch hergibt und zur Not ein paar Schuhe von der Frau verkaufen, kann ja auch mal helfen. Gut, kommt drauf an, wie sie riechen. So. Sind hierzu zu diesem Setup im Moment Fragen? Hier brauchen wir im Moment nicht so viel auseinanderpflücken. Wenn ein Europro-Setup dazukommt, ändert sich doch auch das Stop-Management. Das Stop-Management ändert sich dann, wenn wir jetzt nach Europro ein Long-Setup dazukriegen sollten, was ja im Moment noch nicht sein kann, sondern wir brauchen erstmal ein neues Hoch. Wenn wir dann ein Long-Setup dazu bekommen sollten nach Europro, dann können wir, wenn wir diese Nummer hier unten gestartet haben, nur dann aufstocken, wenn unser Stop-Management das auch zulässt. Das heißt, wir müssten ja, nehmen wir mal ein Beispiel, dass wir vielleicht hier oben, dieses Panel in meinem Weg hier, sagen, wir kommen hier oben in diesem Bereich bei der 61 in den Genuss, dass wir hier aufstocken können. Den Entry hier unten, Ding nervt. Den Entry hier unten haben wir jetzt bei der 54, bei der 61 kommen wir dazu. 61 und 54 sind 7 Punkte. Das heißt, wenn wir die Position hier oben aufstocken, verdoppeln sollten, haben wir einen Einstieg von 57,5. Ich lege da jetzt einfach mal eine Linie hin. Das war jetzt nicht gut. 57,5. So. Und die mache ich jetzt mal. Sind ja Damen anwesend, ne? Mache ich die mal pink.
So, dann hätten wir einen Durchschnittseinstieg da. Das heißt, wir müssten ja zum Aufstocken in der Lage sein, den Stop für die Gesamtposition hier schon Break-Even zu ziehen. Dann ändert sich selbstverständlich das Stop-Management, weil dann habe ich auch nur noch 3 oder 4 Punkte Stop für die Gesamtposition. Das heißt, wenn ich hier oben jetzt in den oberen Trendwechsel hier irgendwo in diesem Bereich handeln würde, muss ich in der Lage sein, meinen Stop hier für die Gesamtposition auch hier auf Break-Even zu ziehen. Ansonsten kann ich noch nicht aufstocken. Vom Aufstocken gegen den Trend, ja, muss man schon, wie sagt unser Carsten immer so schön, muss man schon Eier in der Hose haben, dicke Eier in der Hose haben, um diese Nummer auch zu handeln. Also gegen den Trend, gegen alles irgendwo die Nummer aufzustocken, ist schon mutig. Ich für meinen Teil würde erst aufstocken, wenn ich hier oben über der 67 bin. Da oben würde ich vielleicht aufstocken und dann den Stop schon mal ein Stück in den Gewinn ziehen, um mir einen Teil zu sichern. Hier oben schon, hier in diesem Bereich nachher schon aufzustocken, ist mutig. Wann exakt wird eine Short-Position mit dem Haupttrend eingegangen? Ja, Regelwerk Euro pro, ne? Regelwerk Euro pro, wenn wir hier sind wir lange nicht am Ende. Lass erstmal nachlaufendes Tief durchlaufen. Nach Regelwerk Euro pro brauchen wir in 5 Minuten eine Korrektur. Und diese Korrektur haben wir noch nicht. Im Moment marschiert das Ding ja hier von der 66 kommend bis hier unten, marschiert er stramm durch. Wir brauchen eine Korrektur. Dann hätten wir das nach Euro pro und ansonsten Short an diesen Marken, die wir hier oben eingezeichnet haben. Die könnt ihr ja sehen, ne? Zwischen der 75 und der 77. Zwischen der 75 und der 77 würde ich es heute bevorzugen zu shorten. Und auch hier oben in diesem Bereich, wenn wir hier oben anlaufen, 75 bis 77, wenn wir in diesem Bereich anlaufen, haben wir eine Long-Trend-Definition in 5 Minuten, bin ich mir ziemlich sicher. Eine Long-Trend-Definition, das heißt, wir würden uns auch da dann gegen den übergeordneten Trend stellen. Das heißt, wir lassen ihn hochlaufen an die 75, 77, warten hier auf eine Umkehrformation, starten mit einer kleinen Position und die nächste Korrektur nutzen wir dann hier, um aufzustocken. Volle Granate. Müsste die nicht 0,02 sein? Nein, ich habe hier einen Reverse-Befehl drinne. Die dreht automatisch, Olaf. Ich habe diese Positionsgröße auch nur gewählt, um es hier mal zu demonstrieren. 0,02. Das ist wie Demo oder wie ein Porno im Radio. Und es spielt auch keine Rolle, wann das passiert. Zum Beispiel gestern um 17 Uhr. Nein, das spielt gar keine Rolle, wann das passiert. Das hier ist der Handel nach meinen Zielbereichen, Peter R. Ne? Der Handel nach meinen Zielbereichen, die ich mir erarbeitet habe und die du dir ja am Montag anschauen kannst in Lohr. Ne? Ich glaube, wir sehen uns am Montag, richtig? Dann bring diese Frage bitte nochmal mit, bring ein Bild mit, und dann pflücken wir das am Montag in Lohr noch einmal auseinander. Für die, die hier jetzt Gäste sind, am Montag machen wir ein Auffrischungsseminar, Expressseminar, ein Tagesseminar in Lohr. Im Trader Hotel in Lohr für 250 Euro, ein Tag von morgens um 8:30 ungefähr, also ich bin ab 8 im Hotel, von 8:30 bis nachmittags um 3:30, 4, ein Tag Euro pro satt. Euro pro und Zielbereiche satt. Wir stehen Rede und Antwort.
bis zum Abwinken. Solche Fragen bitte mitbringen. Peter, du warst bei mir im Seminar, bring, wenn sowas unklar ist, bitte mit, dann schauen wir uns das im Lohr an. Sind auch noch, ich habe mit dem Hotel gesprochen, die haben noch ein bisschen Platz. Also wer möchte, kann uns gerne eine Mail schicken, kann da gerne hinkommen. Sascha, die Frage von dir stelle ich mal zurück aus dem alleinigen Grund, dass ich dich zweimal über Facebook angeschrieben habe und von dir bisher keine Antwort habe. Ich habe zwar die Anfragen in den verschiedenen Facebook-Gruppen von dir, ich habe dich zweimal angeschrieben, ich habe keine Antwort. Deine Frage stelle ich aus diesem Grund auch zurück. Ja, Hubert, ich habe gesehen, dass du am 4. nicht kannst. Alternative, genau, wer jetzt nicht ins Trader-Hotel möchte am Montag, der kann auch am 4. Juni ins Hotel Rohpeter nach Göttingen kommen, dort wiederholen wir. Mein lieber Thomas, wir packen die Limits, wir packen die Limits ja immer etwas tiefer oder etwas höher, ne? Immer ein, zwei, Thomas R. aus Berlin, immer ein, zwei Punkte von den Zielbereichen weg, ne? Okay. Hier, das Ding läuft, brauchen wir uns keine großen Gedanken machen. Wir werden es gleich ballern hören, wenn meine Position rausfliegt. Mit dem Risiko muss man leben, wenn man sich gegen den Trend stellt. Es kann aber auch gleich eine fürchterliche Rutsche nach oben geben, weil wir haben hier gestern auch das Tagestief von gestern. Und wir haben noch hier die Linie von gestern noch, die noch nicht abgearbeitet wurde. Das heißt, die, die hier geschortet haben gestern in diesem Bereich, die sind ja noch nicht im Ziel, ne? Denn ihre Limits liegen ja da. Das heißt, es kann durchaus bis da runtergehen. Ja, was haben wir gesagt? Da hat schon geballert. Okay, aber mit 5,5 Punkten und einer Drittelpositionsgröße kann man sowas verkraften. Und jetzt sind die Jungs von gestern, die hier nämlich geschortet haben, auch wenn das gestern Abend war, die, die hier gestern geschortet haben, bei der, ja, ich habe dir das Update noch nicht installiert. Warum nicht? Also wir haben gestern ja bei der 71,72 geschortet und die sind jetzt genau ins Ziel gelaufen bei der 48 und jetzt kann es auch zurückballern. Genauso wollten wir dann haben. Das ist der Zieleinlauf von gestern gewesen im Euro. Ja, ich habe hier das Update noch nicht installiert, weil wir sind hier auf meinem Server, in meinem VPS und dort installiere ich, das ist mein Handelschart, mein Haupthandelschart und dort installiere ich noch keine Beta-Version und diese Linien, dass man die einzeichnen kann und hier die Werte angezeigt werden, so wie Dirk das ja gestern erklärt hat, ne, sie mir das gerade erzählt hat, werden dann hier die Werte angezeigt. Ich habe es jetzt durchgezeichnet. Ihr seht die Werte von den Linien hier rechts, oben und unten. Bei der neuen Beta, die wir gerade testen, sieht man dann die Werte schön hier auf der linken Seite. Dann braucht man sich die nicht mehr raussuchen. Am Rande die Leute, die sich bei uns in den Facebook-Gruppen registrieren wollen und dort anmelden wollen, werden in der Regel, werden in der Regel von mir angeschrieben, wenn irgendwas unklar ist. Ich will die Gruppen sauber halten. Also, wenn ihr euch bei uns in den Facebook-Gruppen bewerben möchtet oder dabei sein möchtet, bitte schaltet euren Messenger an. Ansonsten kann ich euch nicht erreichen oder gebt uns eine E-Mail-Adresse. Ansonsten kann ich euch nicht erreichen. So, jetzt gucken wir uns den Jungen mal noch an. Übergeordnet kann man das hier als eine nicht regelkonforme Schulter-Kopf-Schulter bezeichnen? Hätte man das nicht
besser bei der Stopsetzung berücksichtigen sollen, fragt Günther jetzt im Euro, dann gehe ich nochmal zurück dahin. Nein, das hätte ich bei der Stopsetzung nicht berücksichtigen sollen, weil dann kann ich eins nach dem anderen berücksichtigen. Eine Linie nach der anderen. Noch eine, noch eine, noch eine. Es kann das nur berücksichtigen bei der Größe der Position. Ich habe gesagt, ich stelle mich gegen den Trend, also will ich mit der kleinen Positionsgröße rein, so klein wie es irgendwie geht, also mit einer dritten Positionsgröße. Es hilft ja nichts, wenn ich die Positionsgröße runterschraube und dafür aber den Stop auch größer mache. Nein, ich stelle mich gegen den Trend, also muss ich eine Kombination kleine Position, kleinen Stop und dann die ganze Geschichte damit BHW, bangen, hoffen, warten. So, diesen Jungen haben wir uns mal angeguckt und unser Paolo hat mich mal darauf hingewiesen, ob das hier nicht, haben wir schon lange, vor langer Zeit mal drüber gesprochen, ob das hier nicht eine SKS ist. Ich will nicht sagen, dass es keine ist, aber dieses Tief hier, dieser Schlusskurs im Daily, diese Nummer hier hat das ganze Ding eigentlich außer Kraft gesetzt. Wir dürfen keinen Schlusskurs unter der linken Schulter kriegen. So, und wenn man das dann sieht, dann trägt diese ganze Geschichte diese Schulter. Wenn man dieses Setup so nimmt, dann wäre das Ziel hier oben bei der 11.470. Wir waren im Hoch, aber erst bei der 11.452. Das heißt, hier wären noch 20 Punkte Luft und wir haben hier oben noch ein fürchterliches Gap, ein offenes Gap, in das wir hier ganz sachte eingedrungen sind, aber noch nicht geschlossen haben. Allein die Hoffnung stirbt zuletzt, heißt es immer schön. Gestern war ich der Meinung, wir schließen das Gap und gehen dann nach unten. Dann setzte da aber schon der Abverkauf volle Granate ein. Ich habe gesagt, ich werde mich im DAX etwas zurückhalten. So. Warum? Weil, ja. Die 11.850 hat bisher fürchterlich gehalten. Auch letzte Woche, als wir diese Nummer gehandelt haben, hat die genau gehalten. So, dann sind wir von da aus bis da hoch geschossen. Gestern dann der Abverkauf bis hier runter am Nachmittag gestern bis an die 11.990, 61.8, 66. Der Zwischenboden hier, Trendbruch hier nicht vollzogen. Das macht Hoffnung darauf, dass wir, wenn man das so besser sehen kann, schieben wir den ganzen Kram mal darüber, dass wir diese Bewegung 1 noch duplizieren und die dann eventuell dort hochdrücken. Und wenn wir die da hochdrücken, landen wir knapp unter der L5. Das heißt, wir würden hier in diesem Bereich diese nicht ganz regelkonforme SKS auflösen und wir hätten auch das Gap geschlossen, was hier noch lauert und hätten sogar die Stops über diesem Hoch abgeräumt. Das heißt, hier muss ich diese Linie da ein Stück verschieben, ungefähr dahin und den Bereich 12.460, 12.470, den schaue ich mir für Short-Position an. Dort würde ich mir Short-Positionen suchen. Idealerweise natürlich in der Unterstützung mit diesem Hoch. Gap Close, das Hoch. Carsten hat mich gerade darauf hingewiesen, das Hoch aus 2015. Gucken wir uns vielleicht, nee, mache ich jetzt nicht. Aber das passt, 2015.
Und dann die A gleich C, vielleicht für die zweite Bewegung dann auch abgebrochen hier, wenn die Stops hier oben gefischt werden. Das heißt, hier oben in diesem Bereich kann es sehr turbulent, sehr schnell zugehen, dass er hier vielleicht einmal ganz kurz hochspiked, irgendwelche News dazwischen kommen. Und dann können wir in diesem Bereich hier ganz entspannt drehen. Also hier oben lauert genug, was ziehen könnte. Das hier gestern eine Korrektur aus dem ersten Move ist normal. Trendbruch nicht vollzogen, allerdings einen Trendwechsel angedeutet. Aber hier bin ich jetzt mit Shorts sehr vorsichtig. Short hier oben, volle Granate. 12,450 in diesem Bereich fange ich an zu shorten und zu pyramidisieren. Okay, soweit verstanden. Er soll das Gap nicht auf jeden Fall zumachen. Meine liebe Burnakine oder mein lieber Weiler, ich weiß nicht, wer von euch beiden da ist. Aber da wir oder ich davon ausgehe, dass wir, wenn die 11.850 bricht, die hier, wenn wir hier unten mit Schmackes durchgehen und per Tagesschluss da unten bleiben, Tagesschluss unter dieser Marke, die male ich jetzt ganz dick und fett da rein und lasse die auch für die nächsten Webinare drin. Tagesschluss dort unten drunter eröffnet Potenzial bis zu 8.750. Diese Marke, die ist entscheidend. Tagesschluss darunter, noch besser Wochenschluss darunter, dann ballert das nach unten durch und sage ich mal, in 60, 70% der Fälle werden solche großen Gaps vorher geschlossen. Die werden auch benutzt, um die optimistischen Bären aus dem Markt zu kegeln. Deswegen sage ich, das könnte sehr schnell gehen, dass er hier mal eben so 300, 400 Punkte nach oben schießt an einem Tag, zack, da oben schnell abräumt und dann nach unten durchklatscht. Da muss man sehr schnell sein. Deswegen sollte man anfangen, wenn er sich hier in diesem Bereich bewegt, 12,3, 12, hier drüber neue Hochs macht, kann man dran denken, hier oben Limit Pullbacks hinzupacken. Denkt dran, ihr braucht aber Minimum 100 Punkte Stop. Auch wenn das beschissen klingt. Aber von der 12,450, 12,470, 12,4 runter bis zur 8,4 sind 4.000 Punkte, Minimum 3.700 Punkte. Da kann man auch 100 Punkte Stop eingehen und nur eine kleine Position wählen. So. Und so schnell ist eine Dreiviertelstunde rum. Dann würde ich jetzt vorschlagen, wenn Fragen da sind, dann stellt die jetzt oder schweigt für immer. Bitte vermerkt euch, dass wir am Donnerstagabend das Webinar gecancelt haben. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis und seid nicht sauer. Noch mehr hoffe ich, dass ihr vielleicht heute früh ein bisschen was gelernt habt hier. Dann möchte ich die Zeit nutzen, in der Zeit, wo ihr eure Fragen hier reinhämmert oder in der ihr sagt, ach, der kann mich mal. Die Zeit nutzen. Wir hatten letzte Woche Donnerstag unser 1500. Webinar. Die Aufzeichnung könnt ihr euch anschauen. Ich weiß nicht, ob Nelson die hochgeladen hat. Ich habe sie hochgeladen. Was kommt diese Woche? Das kommt diese Woche. Okay. Ein herrliches Event. Es hat Spaß gemacht mit Olli Klemm, Michael Vogt, auch wenn der hat ja in 20 Minuten Reden mehr geschafft, als ich in einer Stunde schaffe und mein Repertoire schon gar nicht so schlecht. Und Heiko Behrendt hat uns in die Karten gucken lassen. Olli hat uns in die Karten gucken lassen. Der Dirk hat uns in die Karten gucken lassen. War ein geiles Event. Und immerhin, ihr seid heute dabei bei der Nummer 1501 mit Forex Pro und mit mir. Und aufgrund dessen haben wir eine Rabattaktion eingeführt. Wer sich entscheiden sollte, bei uns Kunde zu werden, kann es jetzt nutzen. Es gibt die Euro Pro Lizenz und so weiter im Moment mit 15% Rabatt. Wir haben etliche Pakete geschnürt. Dazu einfach eine E-Mail schicken an
uns an die hallo@forexpro-systeme.de. Ich schreibe die hier einfach mal rein. Dann könnt ihr die auch hallo@forexpro-systeme.de. Hallo, wieso geht das nicht? hallo@forexpro-systeme.de. Schickt mir bitte eine Mail mit euren Fragen dazu, auch wenn jemand nach Lohr oder nach Göttingen kommen will oder sonst irgendwas, schickt uns eine Mail mit einer Telefonnummer dazu. Ich rufe euch zurück, dann besprechen wir die Einzelheiten. Wie ist es immer schön, mit uns kann man über alles reden, wenn der Umsatz stimmt. Wenn hier keine weiteren Fragen auftauchen und ihr vielleicht DAX und Co. und so weiter verstanden habt, alles gut. Das freut mich umso mehr. Dann kann ich mich jetzt ein bisschen, kann mir jetzt ein bisschen mit meinem Hund die Füße am Strand vertreten und ein bisschen Luft holen von dem vielen Sabbeln und mich in den Sand setzen und einen Kaffee trinken. Bitte alles andere im E-Mail-Verkehr. Den Rest klären wir am Telefon oder vielleicht, wenn wir den einen oder anderen in Lohr oder in Göttingen die nächsten Tage sehen. In diesem Sinne, jetzt für die, die Europroler sind, das Service-Paket gebucht haben, was ihr übrigens auch machen könnt über die Rabattaktion morgen und übermorgen früh, morgendliches Webinar mit einem Tagesausblick um 7.45 Uhr. Beide Tage finden die Webinare statt. Ansonsten findet ihr alles andere bei uns im Shop. Und ich sage damit danke an den Nelson und danke an FXLED und danke an euch, dass ihr so zahlreich euren kleinen Hintern so früh aus dem Bett gequält habt. Ne? Wir danken dir, Thorsten, für das Webinar heute, für die Ausführungen. Vielen Dank an die Teilnehmer fürs Dabeisein. Sehr schön, dass immer so viele so früh am Morgen dabei sind. Hat natürlich auch was mit dir zu tun, Thorsten. Und ich wünsche, ja, ich glaube schon. Ich wünsche allen einen erfolgreichen und schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, Donnerstag fällt das Webinar aus. Und bis dahin passen Sie auf Ihre Positionen auf. Und ja, alles Gute. Bis dann. Tschüss zusammen.